Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir eine Quest abgeschlossen und haben zwei angenommen. Unter anderem Lana, mein Engel. Da wir gerade hier sind und die Mephiten da sind, werde ich doch gerade... werde ich die gerade noch kurz umhauen. Die andere Quest können wir jetzt gerade erstmal weitermachen. Und dann kann ich auch noch hoffentlich schnell die Belohnung abholen für den, den Sold. So, Rückseite, zack. So. Auf den Scale. So, einfach umhauen. Vielleicht auch mal Glück und es gibt einfach ein Item. Na komm schon. So. Ja, genau, verfehlt. So. Nur ein Körper, schade. So, die Goldknäuel. Nee, das ist alles nix. Nein. Schweif. Wieder nur Körper. So. So, krieg ich jetzt hier was? Ne, schön in die Ohren. Ja, super. Na gut, dann gehen wir gerade erstmal kurz ins Blade-Quartier, bevor die Online-Verbindung abbricht. Die kann ja mal länger durchhalten, mal nicht so lang. Und da wir inzwischen doch einiges an Belohnungstickets haben, werde ich doch kurz die Sachen kaufen, wenn die nicht zu teuer sind. So, erstmal die Vision. Ja, mit meinem Bergungsschein. So, bitte Belohnungstickets. Und zwar Nummer 1 ist unter G. Goldknäuel. Da. 3 Stück.
Und Permabrand. Höllenseide. Oh, die ist teuer. Na gut, dann gehen die. Da gehen sie dahin. Die Bildungstickets. So. Ich hatte jetzt keinen Bock, das ewig farmen zu müssen. Vor allem geben sie nicht auch viele, also nicht viele Erfahrungspunkte, somit lohnt sich das auch nicht mal wirklich zum Leveln. Dann komme ich lieber in den Quests ein bisschen besser voran. So. Dann hätten wir das. Dann schauen wir mal hier vorbei. So, irgendwas Kleines. Wo wir alles haben. Nee. Mal gucken. Schaut zwischendurch mal so noch durch, weil bei der Belohnung, falls da jetzt ein Tier wäre, das sind meistens nur diese kleinen sammeln mal eine Katze oder einen Hund ein. Quests, die mache ich gerne mal nebenher. Weil hat ja mehr Haustiere. So, Sponsoring, alles rein in die Sternsch. Ich bin dumm. Ach ja, stimmt. Ich wollte doch die eine Quest machen. Bin ich einmal nicht ganz konzentriert. Ja. Okay, ich muss noch einmal warten, bis die nächste Lieferung da ist. Ich bin verwirrt. Na gut. Dann machen wir halt erstmal die eine Quest weiter. So, also, Lana. Those humans. Jungporn kommt. Erstes Jungporn von Valolo wird gleich geboren. Macht Geburt, Lana böse Aua Aua. Valolo bleibt bis zum Schluss an Seite von Lana. Lana braucht dringend Glücksbringer. Hat Freundin Materialien schon gefunden? Da ist das Permatrand, Höllenseide und die Goldknäuel. Foi, perfekt. Freundin und Valolo müssen kurz warten. Lana ist gleich nach Geburt wieder zurück. Das kommt noch da. Und hier noch Äuglein. Und fertig. Valolo, Jungporn ist da. Wunderhübsches Jungporn von Lana und Valolo hat Licht der Welt erblickt. Jungporn von Valolo ist klitzewinzig und putzniedlich. Moment. So. Gut, da steht jetzt nichts dabei. Wir sporten aber trotzdem mal. Das, was jetzt Lana hier abzieht, ist jetzt auch nicht so ganz okay. Moment, Freundin hat recht, Valolo kann Fäden sehen und Schlumpi lieblos zusammengenäht. Freundin kann Mund nicht halten. Lana muss sofort erklären.
Plan ist durchschaut. Lana erklärt alles. Lana hat den Näschen voll von feste Klammern und Bubu. Lana wollte Welt sehen, aber Bubu hat gesagt, Welt ist zu gefährlich für Lana. Hat Lana überall hin verfolgt. Hat auch immer auf Suppen von Lana gepustet. In Welt von Bubu ist leichte Verbrennung nämlich tödliche Verletzung, aber Lana liebt heiße Soße. Suppe. War wie Albtraum. Dann hat Lana Valolo getroffen und sich für ein neues, schöneres Leben hier entschieden. Was? Valolo war nur Figur im Spiel von Lana? Und Lana hätte das Spiel fast gewonnen. Aber Lana geht jetzt zurück nach NLA. Fand kurze Zeit hier mit Valolo, aber trotzdem wunderhübsch. So, dann zurück zu Geschäftsviertel. Da. Erstmal durchs Auto durchgelaufen. So. So, Bubu. Wir fragen mal nach, was los ist. Entschuldigung, Bubu hat Zankerei mit Frauchenpon. Lana macht Bubu fiese wütend. Bubu hat große Sorgen gemacht, aber Schatzipon versteht überhaupt nicht. Bubu will jetzt nicht mehr mit Lana reden. Aber hier ist Belohnung für Freundin. Danke, Pon. Okay. So. Brauchen wir natürlich wieder eine Miranium-Lieferung. Tyrannensichtung. Laufen wir mal hier so ein bisschen durch. Vielleicht können wir hier noch eine Quest sehen. Zwischendrin mal runter. Im südlichen Bereich, weil da ist auch noch nicht so viel aufgedeckt. Oder halt, sind nicht so viele goldene Symbole. Und das hat auch nichts zu sein. Hier gibt's nix. Schauen wir uns mal auf ein Manon-Schiff um. Vielleicht haben wir da ja noch ein paar Quests. Und da ist direkt eine. Das ist wieder eine von Mai Mai. Ah ja, hier ist von Mai Mai eine. Hallo, hallo, treue Silberpartnerin von Glitzer und Funkel. Ich habe schon auf dich gewartet, weißt du? Deine fleißige Arbeit hat dir die Chance eingebracht, zur Goldpartnerin zu werden, ja? Als goldfunkelnde Partnerin bekommst du einen noch besseren Wechselkurs für Miranium. Und als ganz, ganz besonderer Bonus gebe ich dir eine noch tollere Belohnung als sonst. Gut, oder? Und dafür musst du mir nur 30 Stücke Ororit und 10 Stücke Burgensanderz bringen. Machst du das? Machst du zu, ohne zu zögern? Stimmt. Ein Kinderspiel, oder? Los, los, los. Die Goldpartnerschaft. Ja, haben wir schon. Sehr gut, sehr gut. Bald stehe ich ganz oben in der Liste der reichsten Einwohner von NLA, oder nicht? Super tolle Alchemiemaschinen sind schön und gut, aber es wird Zeit für eine super, super tolle Alchemiemaschine, die noch viel, viel, viel mehr Geld dabei zaubern kann, ja? Wofür brauchst du denn so viel Geld?
Als ich einem Noppern davon erzählt habe, hat er mich ausgelacht, weißt du? Er hat mich für ganz, ganz komisch gehalten. Aber du? Ich habe einen ganz tollen Vorschlag, ja? Wenn du es schaffst, Goldpartner zu werden, erzähle ich dir, wofür ich das Geld brauche. Vielleicht? So. Dann. Hast du das Aurorit und das Burgensandort für mich gefunden? Hast du? Ohne die Materialien kann ich die Spitzenposition in der Liste der rechten Einwohner nicht erreichen, verstehst du? So, da haben wir 10 Erz und 10 Aurorit. Gut, gut, jetzt kann ich meine Alchemiemaschine überarbeiten und noch viel, viel, viel mehr Geld verdienen als bisher. Stimmt's? Du hast offiziell Goldstatus erreicht, ja? Außerdem habe ich noch eine Belohnung für dich, wenn du willst. So. Gut, ein bisschen Erfahrungspunkte. Dank deiner Hilfe bin ich jetzt auf Platz 2 der Liste der rechten Einwohner von NLA, weißt du? So viele Credits machen mich ganz, ganz glücklich, siehst du? Soll ich dir meinen Geldspeicher zeigen, ja? Wir fragen noch mal nach, wofür sind das Geld braucht. Ausgeben? Nein, nein, ich gebe nichts aus. Wenn man Geld ausgibt, ist es ja weg, verstehst du? Dann wäre es viel schwieriger für mich, zur rechten Einwohnerin von LLA zu werden, oder? Also spare ich Acer und gebe keinen einzigen Credit aus, ja? Wofür das ganze Geld eigentlich gut ist, wenn man es nie ausgibt? Ich kann daran ablesen, wie super toll meine Alchemiemaschine ist, ja? Eine Gesamtpunktzahl, verstehst du? Auf einer nach oben offenen Skala. Wenn ich noch viel, viel mehr Punkte sammle, schaffe ich vielleicht einen Rekord für die Ewigkeit, weißt du? Und dann bin ich ganz, ganz glücklich, oder nicht? Widersprechen wir mal, weil was bringt das ganze Geld, wenn man es nicht nutzt? Vielleicht denkst du genauso wie die Noppon, kann das sein? Sie halten es auch für Verschwendung, wenn ich mein ganzes Geld behalte, weißt du? Aber es gibt überhaupt gar nichts, was ich wirklich, wirklich haben will, verstehst du? Außer die Rekordpunktzahl, ja? Also kaufe ich mir nichts, nein. Okay. So. Haben wir noch nichts bekommen. So, springen wir mal da runter. Vielleicht ist da irgendwo noch eine Quest. Sieht aber nicht so aus. So. Schauen wir mal zur anderen Seite rüber. Wir scheinen aber hier auf jeden Fall alles an Quests zu haben. Ja. Upsa. Ich bin ins Mikro gekommen. So, okay, dann lauf mal durch den Verwaltungsbezirk. Können wir kurz am Bait-Sammelpunkt gucken. Es gibt schon richtig gut Geld bei MyMy. So. Wie sieht's denn hier aus? Celica. Ah, noch ein gutes Stück hin.
Da unten ist eine Quest. Und ich glaube mal unten. Ja. Quincy. Ist das eine von ihm? Also. Eine? Nee. Industrie, Wohnviertel. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Hey, du bist doch auch eine Blade, oder? Dann solltest du dich besser vor Goose und seiner Bande fernhalten. Gute Leute mussten sterben, nachdem sie mit diesen Verbrechern Bekanntschaft gemacht haben. Meine Leute für nichts und wieder nichts. Was weißt du denn? Mein Team und ich waren unterwegs und haben Proben fürs Labor gesammelt. Dann kam so ein Kerl, der sich Goose nannte, mit einigen Männern und zeigte, dass eine Horde Kreaturen den Rest seines Teams getötet habe. Natürlich taten sie uns furchtbar leid, deshalb haben wir zugestimmt, ihnen bei der Jagdmission zu helfen. Wir stellten die Kreaturen an die Kante einer hohen Klippe und sobald das Gefecht vorüber war, haben Goose und seine Männer uns hinuntergestoßen. Ihre rührende Geschichte, war nur ein Märchen. Sie wollten nur jemanden anderen die Drecksarbeit machen lassen und die Belohnung selbst einstecken. Eigentlich hatte mein Team und ich noch zwei Aufträge zu erfüllen, aber nun bin ich der Einzige, der von uns noch lebt. Ich dachte, ich verliere noch den Verstand vor lauter Wut und Trauer. Und vielleicht habe ich das auf eine gewisse Zeit. Hör mal, ich weiß, das ist echt viel verlangt, aber naja, könntest du vielleicht... Ist vielleicht möglich, dass wir zusammenarbeiten, nur vorübergehend natürlich, nur so lange, bis diese Missionen erfüllt sind. Ich weiß ja, das klingt sicher sentimental, aber ich muss einfach zu Ende bringen, was wir gemeinsam begonnen haben. Meine Leute waren stolze Blades. Das haben sie verdient. So. Dann. Verraten und verkauft. Okay, nehmen wir die mal an. Du bist ein guter Mensch, vielen Dank. Nach allem, was geschehen ist, fühle ich mich den Blades trotzdem noch sehr verbunden. Stimme mal zu. Ich wusste doch, dass du das verstehst. Aber mit so Kreaturen wie Goose und seinen Kumpanen verbindet uns nichts. Die sind keine Blade mehr. Entschuldige, ich habe mich hinreißen lassen. Zurück zum Thema. Wir sollten einen Kettenskripo am Amarillsee in Noctilum jagen. Dabei brauche ich dann nur deine Hilfe. Seid aber bitte vorsichtig, das ist ein gefährliches Ziel. So, dann. Na, geht's nach Noctilum Süd. So. Direkt bei einem Knotenpunkt. Gehen wir einfach mal den hier. Wir sollten recht problemlos hinbekommen. Na, ich hätte mich hinter ihn stellen sollen. Alles kein Problem. So. Umgenietet. Hey Kameraden. Hey Kameraden. Hast du dir gerade aber einen ziemlich heißen Kampf geliefert? So ein Riesenvieh gibt bestimmt ordentlich Kohle. Du siehst echt fähig aus. Ruh dich doch aus, während wir deine Blade-Kameraden die Belohnung für dich abholen. Wir bleiben mal ruhig.
Hä? Was laberst du da, Frischling? Außer, jawohl, zu Befehl, will ich von dir nichts hören, klar? Wir sind Team Elmar, das Top-Team. Okay. Das keimt das ein Schimmer, was mit Leuten wie hier passiert, die keine Manieren haben, oder? Aber kein Problem, das zeigt der alte Goose dir gleich. Knüpft ihr euch vor, Jungs. Wird Zeit, dass wir die Handlangerin von diesem Volltrottel Quincy zeigen, wie das hier auf Mira läuft. Okay. So. Und schön nah beieinander. Dann bringen meine Flächenangriffe auch einiges. So. Schütze ist down und der letzte folgt auch gleich. So weit kommt's noch. Ich bin einmal weg. Aber dich werde ich nicht vergessen, Schätzchen. Du wirst schon noch erfahren, was es heißt, den guten alten Goose als Feind zu haben. Das verspreche ich dir. Okay. Immer noch kein Meranium. Schade. Wohnviertel. Das ist, glaube ich, das leichteste. Muss ich nach runter springen. So. Ja, inzwischen ist mein Scam wieder voll. So. Wir sind die Blade, letzte Hoffnung der Menschheit. Wir kämpfen gemeinsam für unsere Einheit. Du bist zurück. Du stehst einfach da und sagst nichts und hörst mir zu. Das ist jetzt irgendwie echt peinlich. Ach, das war unser Lied. Ich meine, das Lied unseres Teams. Ich singe es manchmal, damit ich sie nicht vergesse. Egal, wie läuft's mit dem Einsatz? Wir erstatten Bericht. Du hast Goose und seine Bande getroffen? Vielleicht hat er uns aus der Ferne beobachtet, als wir miteinander gesprochen haben. Ich will gar nicht daran denken, dass er jetzt wieder, was er jetzt wieder im Schilde führt. Darf ich trotzdem noch einmal um deine Hilfe bei einer Mission bitten? Ja, die können wir auch machen. Ich bin völlig überwältigt. Wir sind verwandte Seelen, du und ich. Lass uns als Blades gemeinsam singen. Nein, nicht singen. Bist du sicher? Nicht mal den Refrain? Na schön, dann sprechen wir eben über die Zeit der Mission. Wir sollten in der Teufelskolonie in Oblivia einen seltenen Edelstein finden. Er heißt Blutrote Träne. Aber mach dich besser auf einiges gefasst. In diesen Höhlen sollen schreckliche Kreaturen leben. Okay. Dann. Ab zur Teufelskolonie. Das ist doch dieser. Diese eine Höhle. So. Na gut, hier oben bringt es nichts, ich muss in die Richtung rennen. Weil die Teufelskolonie müsste hier der Eingang sein. So,
hier nämlich. So, Teufelskolonie, genau. So, wir rennen einfach hin. Und dann kämpfen wir einmal, wenn wir unten sind. So. Oder so, dann ist der Kampf auch vorbei. Okay, da hat jemand Probleme. Du da, du arbeitest doch für Quincy, oder? Bitte, Kameradin, du musst mir helfen. Du musst einfach, die Jungs und ich hatten heute Rührei zum Frühstück, aber Mutti hier findet das überhaupt nicht lustig. Meine Jungs hat sie schon alle aufgefressen und ich habe keine Munition mehr. Ich stecke hier echt in der Klemme. Wir sind doch schließlich beide Blades, stimmt's? Unsere Kameraden helfen an sich doch. Das gehört doch zur Moral, von der Quincy immer labert. Wir helfen mal. Oh, danke, Kameradin. Ja, du hast das gut bei mir. Was Großes. Ich hätte den Rücken frei und du erledigst dieses Riesending. Erfahrungspunkte gibt's. So. Ich glaube, wir haben gerade Iranium bekommen. Ich kann die Quest auch nicht mehr abschließen. Das war ein guter Kampf, Kameradin. Echt beeindruckend. Aber nicht so beeindruckend wie deine Leichtgläubigkeit. Du passt echt super zu diesem Idioten Quincy und seinem Team. Diese blutrote Träne ist ein ziemliches Kaliber, was? Für dieses Schätzchen werde ich ordentlich Kohle kriegen. Du rennst am besten zurück zu deinem Kumpel Quincy, dann könnt ihr euch gegenseitig was vorheulen. Ihr Gutmenschen steht echt ganz unten in der Nahrungskette, aber für uns da oben ist das ja nur gut. Hm. Haben doch keine reinbekommen. Wohnviertel. So, Quincy hier. Du bist wohlbehalten zurück, da bin ich aber erleichtert. Wie lief es denn? Hast du die blutrote Träne gefunden? Was? Du hast sie Gus gegeben? Warum um alles auf Mira wolltest du ihn retten? Er hat meine Freunde, deine Blade-Kameraden umgebracht und dich angegriffen. Aus Pflichtbewusstsein. Wir helfen anderen. Manchmal entscheidet einfach mehr das Herz als der Verstand. Da kann ich dir wohl keinen Vorwurf machen. Damit bist du jetzt erwiesenermaßen genauso leichtgläubig wie der Rest von Team Quincy, was? Es tut mir leid, dass ich
der dir jetzt nur die Belohnung für die erste Mission geben kann. Aber du hast mir gezeigt, dass meine Freunde richtig gehandelt haben und sie diesen Betrüger als sie diesem Betrüger vertrauten, auch wenn sie dafür gestorben sind. Dafür danke ich dir. So, und zwar hätten wir, wenn wir weggegangen jetzt bei der letzten Entscheidung, dann hätten wir keinen Kampf gehabt. Goose wäre gestorben und wir hätten die Träne bekommen. Wir hätten dadurch eine Stange mehr Geld bekommen, dafür aber deutlich weniger Erfahrung. Somit sind wir hier mit ein bisschen mehr Erfahrung rausgekommen. Und ist auch gut. So. Immer noch keine. Kein Miranium. So. Sieht denn mit Level aus? Okay, wir haben jetzt schon wieder ein halbes Level voll. Das ist schon mal gut. So. Mal zum Sammelpunkt. So. Ich wollte da noch was Kleines abgeben. Dann gucke ich mal für den Rest der Folge noch mal ein bisschen Erkundung. Da ist die Karte. So. So. Und schauen wir uns das einfach mal wieder in Primordia um mit Schätzen. Hätte ich mal gesagt. Ja, wir können jetzt ein paar Sachen immer noch nicht machen, aber Schätze können wir eventuell ein paar einsammeln. So. So, dalle. Schatz. Vielleicht ist es da sogar, den ich brauche. Ja, das war der. Segment erforscht. So, den brauche ich glaube ich nicht, aber kann man ja mal mitnehmen, wenn wir eh da sind. Ein bisschen Trainingspunkte. Hm. So. Immer schön Credits. So, da dann geht's mal nach Norden. Da gibt es noch einen Schatz. Ich sehe auch immer ungefähr, was es in Beat gibt. Weil die haben halt verschiedene Symbole.
das war der Schatz für dieses Gebiet. So. Und da haben wir Miranium bekommen. Ich habe trotzdem den einen Schatz hier noch. Der hier sein. Ja. Das ist wieder ein Segment. Das sind wir schon bei 78%. Das ist einiges. So, Geschäftsviertel. Dann können wir jetzt endlich das Miranium abgeben. So, wo ist hier hoch? Ihr seid zurückgekehrt, Cross. Hattet ihr Erfolg? Ist in eurer Abwesenheit erfuhr ich viel Neues von einer weisen, großzügigen Frau mit dem Namen Kirsty. So, und hier hast du 10.000 Miranium. Miranium im Überfluss. Was für eine Ausbeute. Zeigt, als ihr es erlangtet, nahmt ihr da die Hilfe des Frontier Nav in Anspruch? Kirsty erwähnte die Existenz desselbigen. Als ich mein Interesse zum Ausdruck brachte, erwies sie sich großzügig und machte mir eine Datensonde zum Geschenk, geeignet, wie sie sagte, für Anfänger. Gerne würde ich diese Gabe nun sinnvoll einsetzen. Es ist nur, seid ihr mit der Verwendungsweise jener Datensonden vertraut? Ja, ich kenne mich mit Datensonden aus. Wir haben sogar schon alle verlegt. Ach, welche Erleichterung. Ich fürchte nämlich, mir erschloss sich der Sinn von Kirstys Erläuterung nicht unmittelbar. Wenn es euch nicht für große Mühe macht, werdet ihr dann möglicherweise bereit, mich einzulernen. Vielleicht unter Zuhilfenahme einer praktischen Demonstration. Mein Darauf an Miranium ist vorläufig gedeckt, dennoch wünsche ich nicht von Blade abhängig zu bleiben. Die Vroterner schätzen Selbstständigkeit. Ich werde in Oblivia auf euch warten. Bitte sucht mich dort auf, sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen habt. Okay. Dann mache ich die Questarbeit noch. Ich habe natürlich gerade keinen. Ein Marker. So, da ist der Marker. So, und zwar ganz da hinten. Und da steht sie. Ah, ihr seid erschienen. Nun denn, wenn ich mich recht entsinne, so soll ich diese Datensonde in den Boden rammen. Ist dem so? Kirstys Unterweisung verschwimmt von meinem inneren Auge. Ihr werdet mir den Prozess der Installation eigenhändig vorführen müssen. Bitte formuliert eure Worte so präzise, wie ihr könnt. Und habt Geduld, denn mir ist die Funktionsweise menschengemachter Maschinen gerade ungeläufig. So. Ich schau mal nach, ob es irgendwelche Unterschiede gibt. So.
Also es ist wohl egal. Wir bringen es hier mal bei. Aha, verstehe. Also dieser Bolzen hier kommt dort in die Öse und dann... Nein, doch nicht. Zuerst die Spule in den Zylinder und dann der Haken hier. Nein, auch nicht. Vermaledeite Rumpelwanst. Warum glückt es mir nicht? Oh, es platzt mir zeitgleich Hut, Schnur und Kragen. Du unglückseliges Schundgerät, nimm dies. Ach, vermaledeite Rumpelwanst. Das habe ich falsch gemacht. Man könnte nun möglicherweise argumentieren, ich hätte mit etwas mit Fingerspitzengefühl vorgehen können, aber dennoch. Nein, ich lasse keine Entschuldigung gelten. Ich schlucke meinen Stolz und beschwöre euch, Christi, um eine weitere Date in Sonde zu bitten. Ich versichere euch, dass mir ein derartiger Fehler nie wieder unterlaufen wird. Okay, es passiert dann das Gleiche. Gut, dann zum Wohnviertel. Und mit Kirsti reden. Okay, die ist noch nicht mehr allzu lang, die Quest. Wie ich gerade sehe. So. Oh, hi, ist was? Ja, ihr habt in der Tat einer Voternerin eine Datensonde gegeben. Das ist noch gar nicht so lange her. Goshiro hieß sie, wenn ich mich recht erinnere. Warum fragst du? Oh, sie hat was? Die Datensonde bei der Station kaputt gemacht? Wie unheimlich voternisch von ihr. Na, keine Sorge, Xenos beizubringen, wenn unser Frontier NAV benutzt, hat höchste Priorität. Und wenn uns das ein paar Sonden mehr kostet, sei es drum. Allerdings hatte ich Goshiro in weiser Voraussicht eine Anfängersonde gegeben. Sie sind leichter zu handhaben als die normalen. War aber leider meine letzte. Wir könnten natürlich mehr davon herstellen, aber dazu müsste mir irgendjemand Bogensanderz auftreiben. Besser gesagt, jemand müsste es für mich besorgen. Na, wie sieht's aus? Ja, wir sammeln die Materialien. Lustig, nicht wahr? Mir ist es, als sei es gestern erst gewesen, als ich dir erklärt habe, wie das Frontier-Nav funktioniert. Und jetzt bist du selbst die Lehrerin. Ich bin wirklich stolz auf dich. Also mehr als 10 Stücke Bogensanderz solltest du nicht brauchen. Es kann aber sein, dass du ein paar Fördersonden einrichten musst, um es effektiv abzubauen. So. Ich werde versuchen, die Anfängersonden etwas zu optimieren. Dahingehend, dass sie selbst den heiligen Zorn einer Voternerin übersteht. Sobald du mir das Bogensanderz bringst, kann ich damit loslegen. Wie sieht's aus? Haben deine Sonden schon kräftig was abgeworfen? Ja, weil ich hatte voll. Nicht schlecht, Frau Specht. Warte kurz, die Anfängersonde ist gleich zusammengebaut. Das dauert keine Minute. Bitte sehr, ich bezweifle, dass sie die hier kaputt bekommt. Aber bringt sie nicht auf dumme Gedanken, okay? So idiotischer wie das Teil jetzt ist, wird es allerdings als Datensonde keinen besonders guten Dienst leisten. So idiotensicher. Das Teil jetzt ist. Es ist eben eine Anfängersonde. Was will man machen? Das Wichtigste ist, dass Goshiro tatsächlich etwas davon lernt. Du musst jetzt dafür sorgen, dass sie das auch tut. Vergiss das nicht, klar? So. Dann wieder zurück. Ja, also die erste geht immer kaputt. So viel ist gesagt. Und da war deine Datensonde. Nun ist es euch gelungen, eine weitere Datensonde zu erlangen?
Dieses Mal werde ich sie ohne Fehler installieren. Man reicht mir das Gerät. So, da sind Anfängerzonde. Fürchtet euch nicht, denn obgleich es letztens fehlschlug, hat mir der Versuch allein doch die Augen dafür geöffnet, wie der korrekte Ablauf zu sein hat. Ich erinnere mich gut an eure Instruktionen, doch sagt mir noch eins. Was geht in eurem Kopf vor, wenn ihr jene Datensonden installiert? Woran denkt ihr? Ich denke an andere. Auf euren Schultern liegt eine große Last. Ich fühle wie ihr. Auch ich studiere diese Geräte, weil ich Hoffnung habe, Hoffnung, das Leid der Vrotianer zu lindern, die in schlimmer Armut darben. Wohlan denn. Solange ich nach dieser Maxime handle, stets das Wohl meiner Mitvrotianer vor Augen, werde ich das Gerät bestimmt nicht tollpatschig zerstören. Ich danke euch, ich werde es nun erneut versuchen. Habt Acht, ich lege nun den Grundstein für eine glorreiche Zukunft der Vrotianer. Es ist vollbracht? Jawohl, es ist getan. Und nun, lass das Miranium fließen. Ich danke euch, Cross. Vom heutigen Tag an will ich euer Frontschirnav bis an die fernsten Ecken des Planeten ausdehnen. Dann werden wir Vrotianer prosperieren, wie auch ihr Blade prosperiert. Und nun zurück ans Werk. Jetzt ist es an mir zu erforschen, was dieses Miranium abgewonnen werden kann. Ich gebe dir mein Wort, ich werde etwas unbestreitbar Vrotianisches erschaffen, das eurem wie meinem Volk Reichtum und Wohlstand bringen wird. Was ihr mich gelehrt habt, wird nicht vergebens gewesen sein. Und damit haben wir Miranium für alle abgeschlossen. So. Segment erforscht. Und ein guter Batz Erfahrungspunkte. So, dann ab ins Blade-Quartier, weil dann hätte ich auch gesagt, das war's für diesen Part. Ist schon wieder lang genug, aber wir haben 3 Quests fertig gemacht. Das ist schon mal super. Und im nächsten Part werden wir weiter questen. Wir haben jetzt ja noch die 3 hier auf jeden Fall und eventuell noch andere, die wir sehen können. Ja, ich sollte mal schauen, wie es sonst noch mit den Quests aussieht. Aber wir kommen auf jeden Fall nach und nach voran. Wir haben jetzt inzwischen schon in der Gesamterforschung, sind wir schon über den 50%. Da haben wir schon 52 Gesamtkartenerkundungen. Also auch die 6 Gebiete in NLA und halt die 5 Kontinente, mehr oder weniger. Also wir kommen gut voran. Ja. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.